Und es ist ein neuer Morgen. Fenster wird aufgemacht. Frische Luft. Guten Morgen, Epic. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Gott. Ich hab sehr gut geschlafen. Ich hab Hunger. Es wird. Hallo, hey, willst du mich hier raus? Warte mal. Denkst du, das geht eigentlich? Nee. Oh! Hey! Und da ist schon Lucy. Guten Morgen, hallo. Nicht wundern. Na, guten Morgen. Frühstück steht schon auf dem Tisch. Es gibt Käsebrot. Sehr cool. Dankeschön. Marc ist oben bei den Zwillingen. Sie haben die Grippe, also passt auf, dass ihr nicht zu viel oben seid. Ja, sonst stecken wir uns an. Das nehme ich mir mit. Das nehme ich mir mit, so. Oh nein, die Armen. Und natürlich immer schön Abstand halten. Ja, wir sind nicht zu viel bei denen. Wir haben schon verstanden. Da fällt mir gerade ein, der Tee. Dieser doofe Tee. Was für ein Tee denn? Ich habe ihn bei der Apotheke vergessen. Ich glaube, ich könnte aber auch einen selber zaubern. So Erkältungstee vielleicht. Mit so tatsächlich. Kamille, Pfefferminz, ich weiß nicht. Ja, können wir irgendwie helfen? Denkt ihr, ihr könnt mir ein paar Zutaten besorgen? Das wäre super hilfreich. Ja, einkaufen gehen wir immer gerne. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Fragt mal die Zwillinge, ob sie Orange oder Zitrone lieber mögen. Ich schreibe in der Zeit eine Einkaufsliste. Okay, dann geht's einmal ab nach oben. Schön Abstand halten, Epic. Ja. Dann fragen wir die Zwillinge mal, ob sie Zitrone oder Orange lieber mögen. Und hier ist auch schon Marc. Hallo. Ah, Katja, Epic, was macht ihr denn hier oben? Die Zwillinge sind krank. Wir sollen Zutaten erfragen für den Tee. Erkältungstee oder so. Der Erkältungstee, oh Mist. Aber ja, man kann da selber was machen. Ja, deswegen sollen wir einmal kurz nachfragen. Da stimme ich Lucy zu. Voll nett, dass ihr noch etwas einkaufen geht. Ja, gar kein Problem. So, Leute. Orange oder Zitrone? Was habt ihr lieber? Was für eine Frage. Natürlich Zitrone. Okay, das heißt zweimal Zitrone. Okay, dann wissen wir Bescheid. Bis gleich dann. Ciao, ciao. Bis gleich. Mal gucken, was das für ein Tee wird. Zitrone. Okay, hier. Ich hoffe, der Supermarkt hat alles. Dann bekommen wir hier alles. So, Einkaufsliste und sogar ein bisschen Geld. Epic, vielleicht können wir uns sogar noch was Eigenes kaufen. Stimmt. Einkaufsliste. Zitrone oder Orangen. Grüner Tee und Zucker. Na gut, dann geht's jetzt ab zum Supermarkt. Ich hoffe, alle Zutaten sind da und dann werden die Zwillinge relativ schnell wieder gesund. Und dann müssen wir auch keinen Abstand halten. Let's go. Und hier sind wir schon auf dem Weg zum Supermarkt. Also, der ist echt nicht weit entfernt, aber wir waren noch nie da. Ich hoffe, ja, der ist auf jeden Fall groß genug, dass eigentlich alles da sein sollte. Hallo! Hallöle, viel Spaß in unserem Supermarkt. Ja, danke schön. Und guck mal, hier gibt's Äpfel. Oh, hier gibt's ja alles. Hier gibt's alles. Hallo, wir brauchen ein paar Dinge. Einmal bitte Orangen, Zitronen, grüner Tee, irgendwas. Hey, wie kann ich euch denn weiterhelfen? Also, wir haben eine Einkaufsliste bekommen und wir sollen für einen selber gemachten Tee was holen. Also, dass der dann selbst gemacht werden kann. Obst und Gemüse haben wir hier unten. Okay, dann können wir gleich mal gucken. Und der Rest? Grünen Tee haben wir oben. Schaut euch einfach mal um. Okay. Siehst du hier irgendwo Zitronen? Wir sind halt so klein. Ja, oder ich sehe Orangen. Nichts insgesamt. Mais, Tomaten. Ich glaube, das ist rote Beete. Nix. Keine Zitronen? Nicht mal Orangen? Nee, gar nichts. Äpfel? Nee, tatsächlich gar nichts. Oh nein. Okay, und grünen Tee kriegen wir auf jeden Fall oben. Hat sie gesagt. Und oh, guck mal. Wir könnten den Zwillingen im Gameboy mitgeben. Oder mir. Stimmt. Okay, ich glaube, das ist eine coole Sache. Und dann haben wir hier noch Croissants und Schokokuchen und Schokolade. Oh. Okay. Und dann vielleicht ist hier grüner Tee. Ich glaube schon, aber warte mal. Denkst du, man kann nur aus grünem Tee und Zucker, also Zucker gibt es ja auch nicht, oder? Stimmt, ist auch kein Zucker da. Oh, nee. Denkst du, dann lohnt sich das überhaupt? Wahrscheinlich nicht, oder? Bin mir auch nicht ganz sicher. Vor allem, also klar, irgendein Tee hilft immer. Aber wenn sie da irgendwas selber machen wollte, vielleicht fragen wir Lucy einfach nochmal. Zur Not kommen wir nochmal hierher. Okay, dann gehen wir wieder. Fragen nochmal kurz nach. Vielen Dank für die Information, aber wir haben hier nichts, was wir gebrauchen können. Dann geht's wieder ab nach draußen. Come on, Epic. Und Epic? Was ist jetzt hier? Hey, Moment, bitte einmal kurz stehen bleiben. Ja, wieso? Ja. Hä? Ich hab nichts dabei. Könnt ihr bitte nochmal rein und rauslaufen? Ja. Okay.
Und bei mir piepst. Weil du. Ah, Moment mal. Okay, bitte einmal alle Taschen leeren. Naja, ich habe eine Einkaufsliste. Ich habe ein Käsebrot. Ich habe ein Käsebrot. Und die 8 Nuggets und. Und ja. Der Gameboy, wir haben ihn vergessen. Das war aus Versehen. Die wollten wir bezahlen. Den wollten wir wirklich bezahlen. Sorry. Aha, das ist jetzt doof. Ja, aber den können wir doch wieder zurücklegen. Wir wollten ihn wirklich bezahlen. Wir wollten nur kurz nachfahren. Wir wären wiedergekommen. 100%, wirklich. Ich werde leider die Polizei rufen müssen. Tut mir leid. Epic, wir bekommen Ärger. Was soll das denn? Könnt ihr bitte nicht die Polizei rufen? Wir legen den auch einfach wieder zurück. Yeah, hoffentlich lernt ihr was daraus. Klauen ist nie eine gute Idee. Das war ja aus Versehen, wir wollten nichts klauen. Wir wollten wirklich nichts klauen. Legt ihn bitte zurück. Oh, ja, machen wir. Epic, denkst du, der holt wirklich die Polizei? Ich hoffe nicht. Ja, nicht gut. Okay, der liegt wieder hier. Vor allem, wir wollten den wirklich bezahlen. Ja, oh Mann. Wir wollten ihn nicht einfach mitnehmen. Oh nein. Und, oh nein, hier ist sogar die Polizei. Hallo. Hey, was ist denn hier los? Wir haben aus Versehen was geklaut. Aber das war echt nicht Absicht. Und dann hat's gepiept und jetzt haben wir hier so ein bisschen ein Problem. Wieso, was habt ihr geklaut? Ja, einen Gameboy. Aber aus Versehen, wir wollten ihn bezahlen. Es gab nicht die Zutaten für den Erkältungstee. Und dann war es alles so ein Hin und Her. Wir wollten zu Lucy und jetzt wurden wir hier ertappt, obwohl wir es nicht vorhatten. Okay, also ich werde euch erstmal mit aufs Revier nehmen müssen. Dort rufen wir dann eure Eltern an. Nee. Echt jetzt? Wirklich? Der Herr ist ganz schön sauer. Ihr sollt eine Lektion damit lernen. Was soll das denn? Das ist so unkorrekt von Ihnen. Sorry, aber... Okay, ja, dann gehen wir mal aufs Revier, würde ich sagen. Dann lass erstmal los, wir reden später weiter. Okay, Epic, wir kennen den Weg, ja. Let's go zum Revier. Und jetzt sind wir hier, so. Hey, June, nicht wundern. Hallo. Ach, Epic und Kata, was macht ihr denn hier? Wir wurden verhaftet. Zu Unrecht. Zu Unrecht? Moment, verhaftet? Wieso was? Wir haben aus Versehen was geklaut, Polizistin Hannah, wir sind gleich da, es ist sehr kompliziert, sagen wir es mal so. Geklaut, warum? Das hätte ich nie von euch erwartet. Ja, nicht mit Absicht, wir hatten es aus Versehen eingesteckt und wir wollten es wirklich nicht klauen. Also, das ist ein großes Missverständnis hier alles. Oh je, wirklich, und ihr lügt auch nicht? Nee, tun wir nicht, aber... Darüber muss jetzt erstmal die Polizei dann entscheiden. Stell dir mal vor, wir sind hier ein paar Tage länger. Was ist das denn? Am Ende kommen wir ins Gefängnis. Nee, ich glaube, wir können nicht ins Gefängnis kommen, Epic. Ich glaube, dafür sind wir zu jung. Aber wer weiß es schon? Oh Mann, ich will euch wirklich glauben. Was soll denn das heißen? Das hört sich an, als würde sie uns nicht mal glauben. Stell dir mal vor, unsere Eltern würden uns nicht glauben. Dann bekommen wir vielleicht Hausarrest oder Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Okay, Hannah, wir sind dann ready. So, am besten geht ihr dann gleich mal hoch zu Polizist Josef. Okay, ich rufe da mal bei euren Eltern an. Okay, macht es. Und wir gehen nach oben. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen, Epic. Und ich bin auch da ist sehr Polizist gespannt. Josef. Hallo. Oh, hallo. Hey, wir sind die Quatschmacher heute. So, wir haben leider keine Zähne. Also ab in die Beweiskammer. Hey, keine Beweise. Was soll das heißen? Das Passwort ist 1234. Hoffentlich kommen eure Eltern. Warte, wir sollen uns selber die... Und wir sind jetzt hier eingesperrt, oder was? Ah, ich bin hier weg. Oh, ja, super. Das sind von irgendwelchen Fällen. Ja, der verrückte Zaubertrank und, keine Ahnung, Raub der 100 Katzenhaare. Diamantendilemma ist komplett leer. Fall des schwebenden Schweins. Okay, ja, super. Dann können wir jetzt hier mal ein paar Stunden drin weilen. Wenn die uns nicht gleich abholen, es ist gerade Tag. Ja, eine Uhr haben wir nicht mal hier drin, oder? Ist hier irgendwo eine Uhr? Guck mal, was ich in der Hand halte. Ist es was Gutes? Oh, Epic, leg das weg. Du darfst kein Beweisstück hier irgendwie in die Hand nehmen. Am Ende sind jetzt deine Fingerabdrücke drauf und du bist der Schuldige dann. Die haben mich hier eingesperrt. So, dann warten wir mal ab. Und Epic, es wird dunkel, ich wusste es, die vergessen uns hier drinne. Wir stehen hier einfach aber ganz da drin. Ich habe noch unser Frühstück, es gibt Käsebrot für dich und für mich. Danke. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit. Hallo, hier ist nicht mal irgendjemand, mit dem wir reden können. Aber Stimmt. Epic, wir kennen doch das Passwort, wir könnten einfach raus. 1, 2, 3, 4. Okay, Hallo? Jetzt darf uns aber keiner sehen. Nee. Und wenn uns jemand sieht, dann
sofort wieder rein. Ja, ja, ja. Okay, hier ist keiner. Okay, hier ist einer, aber der ist relativ... Lus auf. Ich lusche mal runter, aber da sehe ich auch gerade keinen. Doch, da ist Polizistin Hannah und ich glaube, das war Lucy. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Soll ich nochmal gucken? Ja, kannst du machen. Da sehen uns auch ein paar andere, aber die wissen ja nicht, dass wir hier oben eingesperrt sind eigentlich. Ja. Und ich glaube, sie hat uns gesehen. Oh. Hallo, Josef. Naja, ihr sollt eh runter. Ja, wir wollten nur mal kurz frische Luft schnuppern, wir weißt du? Nur auf Toilette. Okay, Epic, ich glaube, wir wurden eh gesehen. Hallo, Hannah, ja, hallo. Lucy, hey! Ach, guck mal, hat euch Josef rübergeschickt? Ja, genau, ja, Josef. Ja, 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 genau. Ja, wir wollten nur mal kurz gucken und dann, ja, so, wir sind da. Wie sieht's denn aus? Ich habe hier mal mit Lucy geredet. Ich glaube, sie versteht alles. Zum Glück. Das heißt, wir können gehen, oder? Ja. Das ist cool. Lucy, das ist ja eigentlich ganz gut dann gelaufen. Ich weiß, ihr würdet sowas nicht machen. Wir würden sowas auch nicht machen. Das war ein großes Missverständnis. Ach, so sehen wir das. Wir entschuldigen uns auch nochmal. Hoffentlich ist der Besitzer nicht allzu böse. Wir kaufen da ja immer ein. Das wird schon bestimmt. Und wir dürfen dann jetzt einfach gehen, Hannah, oder? Oder müssen wir noch hierbleiben? Dann könnt ihr jetzt gehen. Aber ihr müsst im Laden eine Woche aushelfen. Das ist der Deal. Oder 200 Gold. Dann gehen wir lieber aushelfen, lieber, ja, oder? Ja, ja, gut, dann können wir wieder gehen. Und ja, ja, haben jetzt eine Woche eine Schicht in dem Supermarkt. Vielleicht können wir da wieder was mit. Nein, da kriegen wir nur noch mehr Ärger. Hoffen wir mal, die haben dann Zitronen und Orangen. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.